Hallo, liebe Campingfreunde. Bei mir geht es heute nochmal um das Thema Unterboden- und Hohlraumversiegelung mit Korrosionsschutzfett von Mike Sanders. Gerade jetzt, wo viele neue Campervans auf den Markt kommen und der Modellwechsel zwischen dem alten und neuen Transit ist, merken doch viele, wie ihnen ihre Schätzchen ans Herz gewachsen sind. Und da kann man sich schon mal Gedanken machen, das Fahrzeug vernünftig zu schützen. Zu diesem Thema gibt es ja bereits ein Video von mir, in dem ich sämtliche Verarbeitungsschritte ganz ausführlich erläutert habe. Aber in den letzten Jahren, in denen wir weit über 100 Fahrzeuge konserviert haben, tauchten doch immer wieder einige Fragen auf und die möchte ich euch jetzt nochmal ganz genau erläutern. Damit wirklich alles möglichst perfekt ist, habe ich dazu nochmal ausführlich mit Mike Sanders telefoniert. Das habe ich schon häufiger gemacht und alle Fragen nochmal persönlich abgeklärt. Zunächst packen wir das ganze Fahrzeug in Folie ein. Das ist eine ganz schöne Arbeit, aber sonst hat man überall Schlieren und Fett auf dem Fahrzeug. Das nervt fürchterlich. Hier haben wir natürlich auch die Bremsscheiben eingepackt, was wichtig ist, die Auspuffanlage einzupacken. Teile der Standheizung, die man nicht so aussparen kann, werden eingepackt und so einige wichtige Teile. Dann kam mal die Frage, was ist mit Steckverbindungen? Hier haben wir eine Steckverbindung. Steckverbindungen dürfen übersprüht werden, müssen sogar übersprüht werden, beziehungsweise sie sollten es. Die sind in der Regel wasserdicht. Sollte mal ein Stecker undicht sein, dann dringt etwas Fett ein und dichtet den Stecker ab. Das ist vorteilhaft. Sollte Mike Sanders Fett bis zu den leitenden Teilen im Stecker vordringen, ist das nicht schlimm, denn Mike Sanders leitet nicht und kann hier keinen Schaden einrichten. Es ist also wirklich besser, wenn man es einsprüht. Dann ist das Thema Gummileitungen. Hier haben wir zum Beispiel die Leitung zum Tank und hier sind auch so einige andere Gummiteile unterm Fahrzeug. Tatsächlich kann Mike Sanders Gummi anfressen oder auflösen, aber unter dem Fahrzeug ist überall lösungsmittelbeständiges Gummi verwendet. Völlig logisch. Das Benzin ist noch viel angriffslustiger als das Mike Sanders Mittel. Wir verwenden übrigens die normale Mischung Mike Sanders. Es gibt noch eine spezielle für Norwegen, die ist weicher, die würde ich hier tropfen. Und es gibt auch noch eine für südliche Länder, die ist dann etwas härter und verteilt sich aber nicht ganz so gut. Dieses hier ist universell und absolut gängig. Hier wird das Mittel übrigens gerade auf 120 Grad erhitzt. So sieht es vorher aus. Da ist das steinhart, hinterher ist es auch wieder steinhart. Das ist sogar relativ umweltfreundlich. Es wird zwar auf Mineralölbasis hergestellt, enthält aber keine Lösungsmittel und keine Verbindungsmittel. Viel Mittel hilft übrigens nicht viel. Da, wo es dunkel ist, ist auch schon genügend aufgetragen. Das merkt man, wenn man ans antippt. Trotzdem sprühen wir überall so viel drauf, dass es gelb wird, denn dann kann man wirklich sicher sein, dass es auch genügt. Insgesamt kommen so ungefähr 10 bis 12 Kilo auf ein Fahrzeug. Es haben mich auch schon Kunden gefragt oder darauf hingewiesen, dass die Durchrostungsgarantie erlischt. Das tut sie nicht, das habe ich mit Ford abgeklärt. Wenn man hier etwas Schwarzes drunter sprühen würde, was manche machen, dann erlischt sie tatsächlich, denn dann hat keiner mehr die Chance zu prüfen, ob hier unter dem schwarzen Mittel Rost ist oder nicht. Dieses hier wird nach einiger Zeit alles leicht ausgehärtet und durchsichtig. Und hier hat man immer die Möglichkeit zu sehen, ob das Fahrzeug darunter rostet. Deswegen, wenn ich mal ein Fahrzeug kaufen würde, was schwarz versiegelt ist von unten, würde ich da ganz genau hinschauen. Denn wenn man Rost übersprüht, dann sieht man das natürlich dann nicht mehr. Falls bei der Behandlung schon irgendwo Rost am Fahrzeug ist, hier fängt es so ein ganz bisschen an. Und hier oben sieht man überall so ein bisschen, dann ist das nicht schlimm. Mike Sanders fühlt sich auf Rost sogar noch wohler. Denn wenn man irgendwo auf einer Motorhaube, auf einem glatten Lack einen Tropfen hinmachen würde von Mike Sanders, der würde da so bleiben wie ein Stück Wachs. Wenn man es wiederum auf Rost machen würde, wie hier den Auspuff, da darf es natürlich nicht drauf, aber wenn man auf so eine rostige Stelle einen Tropfen machen würde und einen Monat wartet, dann breitet der sich aus wie so ein... Ja, was soll ich sagen? Also das krisselt so und zieht in alle Richtungen. Das zieht auch in die Gewindegänge von den Schrauben und das zieht wirklich überall rein. Anbauteile werden übrigens nicht versiegelt. So wie die Anhängerkupplung, so wie die Achse. Das hält auch so ein Leben lang. Und
diese Teile, die könnte man auch im Falle eines Defekts später austauschen. Was bei der Karosserie nicht der Fall ist. Das muss perfekt geschützt werden, die Anbauteile nicht. Das könnte man auch gar nicht seriös darstellen, denn irgendwo in Richtung Bremse müsste man dann Schluss machen. Und deswegen versiegeln wir das, was man nicht austauschen kann, vornehmlich die Karosserie und die ganzen Hohlräume. Über den Umfang der Beschichtung kann man tatsächlich diskutieren. Man kann Mike Sanders für 500 Euro beschichten, man kann es auch für 5000 Euro beschichten. Hier muss man sehen, was macht Sinn und was ist übertrieben. Natürlich nehmen wir alle Radhäuser raus. Natürlich kommen die Räder ab, das Reserverad kommt ab, logisch, das sollte auch kein Mittel mitbekommen. Der Tank bleibt drin, das wäre nun ein sehr großer Aufwand. Auch die Stoßfänger bleiben dran. Man könnte jetzt natürlich die Stoßfänger, man könnte alles abschrauben, man könnte die Lampen rausnehmen, man könnte jedes Detail machen. Aber so haben wir entschlossen und so hat es sich auch gezeigt, ist es wirklich eine vernünftige Behandlung. Und irgendwo vorne muss man auch tatsächlich Schluss machen. Wir versiegeln wirklich bis in jede Ritze nach vorne, aber natürlich kann man nichts von hinten hinter den Motor sprühen. Und dort wird es auch zu warm und macht keinen Sinn. Türen sind auch so eine Sache. Eine Tür kostet im Austausch ein paar hundert Euro, aber eine Versiegelung wäre noch teurer. Hier müsste man wirklich die Verkleidungsteile abnehmen, die ganze Scheibenmechanik ausbauen, die Gummidichtung abnehmen, die Scheiben rausnehmen, wenn man es richtig machen möchte. Bei einem historischen Fahrzeug, Mike Sanders hatte im Beispiel eine Mercedes G-Klasse, die sie da gerade hatten, da macht man das wirklich. Da muss wirklich der Türrahmen geschützt werden. Das rostet sonst bei dem historischen Teil. Da nimmt man dann auch in Kauf, dass dafür die Dichtung geopfert wird, denn die wird sich dann später mal auflösen. Aber die kann ich besser mal austauschen, als dass ich die Tür schweißen muss. Hier macht es keinen Sinn. Was man machen kann, was wir häufig machen, wir sprühen unten in die Tür Fluidfilm. Die Tür hat überall Öffnungen und da kommt man von unten ganz gut rein. Und dann kann man wenigstens den unteren Bereich der Tür, wo sich das meiste Wasser oder Feuchtigkeit immer mal sammelt, kann man wenigstens schützen. Das ist keinesfalls perfekt, aber es ist machbar und bietet zumindest einen kleinen Schutz. Dann ist die Frage, wie sehr muss so ein Fahrzeug gereinigt werden? Es muss nicht mit Wasser picobello gereinigt werden. Wenn noch kleine Dreckreste am Auto sind, so wie hier bei diesem Fahrzeug, das kann man so übersprühen. Natürlich pusten wir da vorher einmal mit Pressluft drüber oder in den Radkästen. Dann nehmen wir auch schon mal einen Kunststoffhammer, klopfen so ein bisschen und gehen auch mal mit der Drahtbürste ran, um wirklich den Dreck, der sich gesammelt hat, abzuwaschen. Aber hier, ja, hier sieht man zum Beispiel, hier ist so ein bisschen mehr Dreck. Das würde vielleicht gerade noch gehen. Also es dürfen keine Dreckklumpen drauf sein. Aber das Fett, das zieht tief rein und im Vergleich habe ich immer, wenn man auf einem Tisch so ein bisschen Sandreste hat und man gießt heißes Biskuitfett drüber, der Tisch ist garantiert flächig mit Fett. Genauso ist das hier auch. Leichter Dreck ist in Ordnung, aber richtige Dreckklumpen, die müssen natürlich vorher entfernt werden. Wir machen das nicht mit Wasser, denn dann ist wirklich jede Ritze wieder schmutzig. Und wenn man jetzt schaut, dieses Fahrzeug hier, das hat 120.000 Kilometer gelaufen und es ist 6 Jahre alt. So dreckig ist das gar nicht. Das wäscht sich nämlich immer zwischendurch ab. Ja, so ein bisschen schon. Ah nee, das geht wirklich. Also es wird dreckiger, es wird auch wieder sauber gewaschen und die Reinigung mit Wasser ist in der Regel nicht nötig. Wenn wir in die Radhäuser schauen, da kommt hinter eine Verkleidung drüber, das hält für immer. Wenn ich mir die Hohlräume anschaue, da wird auch nichts rausgewaschen. Das sollte auch für immer halten. An anderen Stellen, wie zum Beispiel hier die kleinen Dome, wo die Blattfeder befestigt ist, da wäscht sich's natürlich von Zeit zu Zeit ab. Und das ist natürlich unterschiedlich. Wenn ich jetzt einen Ford Mustang beschichte, der laufend mit 200 km/h im Regen fährt und im Jahr eine Laufleistung von 50.000 km hat, da ist das nach 2 Jahren spätestens abgewaschen hier. Aber in den Hohlräumen bleibt es trotzdem. Und die Hohlräume und die ganzen Winkel sind ja eigentlich das, wo es zuerst anfängt. Und da hält sich das ganze Fett natürlich viel, viel länger. Und bei so einem doch recht langsam fahrenden Campervan hält es sowieso deutlich länger.
Ich empfehle immer, den Unterboden von Zeit zu Zeit zu kontrollieren. Ein guter Zeitpunkt ist der TÜV oder die zweijährige Inspektion. Dann kann man mal mit drunter schauen. Hoffentlich lassen die einen auch selbst mal mit unter das Auto, damit man einen Blick werfen kann. Oder man fragt, ob sie das Ganze mal kontrollieren. Wenn dann etwas abgewaschen ist, ist das auch nicht gleich schlimm und muss nicht sofort nachgesprüht werden. Denn bis dahin hat es erstmal gute Dienste geleistet. Wenn dann die Korrosion anfängt, dann dauert es auch erst ein paar Jahre, bis da wirklich etwas passiert. Von daher würde ich sagen, so nach 5 Jahren oder nach 10 Jahren wird man das erste Mal vielleicht anfangen und ein bisschen was nachsprühen oder vielleicht auch nochmal großflächig etwas erneut zu versiegeln. Ganz sicher kann man natürlich nie sein, aber ich würde sagen, dieses Fahrzeug ist erstmal für die nächsten 5 bis 10 Jahre geschützt und dann kann es sein, dass man die ein oder andere Stelle nachversiegeln sollte. Ja, mein Lieben, ich hoffe, ich habe viele Fragen beantwortet. Wir machen diese Versiegelung bei den kleinen Transit, bei den großen Transit, natürlich auch bei historischen Fahrzeugen oder bei einem Ford Mustang oder wir haben auch schon mal einen Ford Ranger zwischendurch. Wenn ihr Fragen habt, speziell zu eurem Fahrzeug, kontaktiert mich oder mein Team. Ich würde mich freuen. Viele Grüße, euer Oliver.